Jetzt kommt die Justizsprecherin der ÖVP, Michaela Steinacker, ans Rednerpult. Bitte, Frau Abgeordnete. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Bundesministerin, Herr Bundesminister, Hohes Haus, geschätzte Bürgerinnen und Mitbürger. Ein Kind ist ein Geschenk, etwas Wunderbares. Wer an Wunder glaubt, der glaubt an Kinder. Ich tue das. Ich habe das größte Glück in meinem Leben erfahren dürfen, indem ich selbst zwei gesunde Kinder bekommen durfte. Leider ist dieser Wunsch nach Kindern vielen Menschen, auch in Österreich, für jene Bürger, für die wir Verantwortung tragen, verwehrt. Sie können diese Kinder nicht auf natürlichem Weg bekommen. Und wir haben heute die medizinische Möglichkeit, diesen bei ihrem Wunsch nach eigenen Kindern zu helfen. Die Fortpflanzungsmedizin ist eine eindrucksvolle Errungenschaft der Wissenschaft. Sie kann Leid lindern, sie kann Menschen zu glücklichen Eltern machen, aber sie bringt enorme gesellschaftliche Risiken. In diesem Spannungsfeld haben wir einen Vorschlag für eine Novelle zum neuen Fortpflanzungsmedizin erarbeitet. Und dieser neue Gesetzesvorschlag wird die Möglichkeit schaffen, vielen Menschen Hoffnung, aber vor allem auch Rechtssicherheit zu geben. Wir setzen aber gleichzeitig mit diesem Gesetzesvorschlag sehr, sehr klare Grenzen für die Vorgaben der Fortpflanzungsmedizin. Im Mittelpunkt stehen dabei immer eines: Rechte und die Würde des künftigen Menschen, der hier auf die Welt kommt. Denn neues menschliches Leben zu ermöglichen, heißt umfassende Verantwortung für den Schutz und die Würde des neuen Lebens zu übernehmen. Im Gegensatz zu meinen Vorrednern nehme ich mir die Zeit und ich erlaube mir, Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, umfassend in wesentlichen Punkten dieses Gesetzes durchzuführen. Ausgangspunkt waren, wie wir schon vernommen haben, die Entscheide von obersten Gerichten, des Verfassungsgerichtshofs, des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs zu den Themen künstliche Befruchtung, Präimplantationsdiagnostik und Eizellenspende. Unser Gesetzesvorschlag ist wohl überlegt, sorgsam abgewogen und folgt sehr klaren Prinzipien. Wir haben ein sehr strenges Subsidiaritätsprinzip. Das bedeutet, von mehreren Möglichkeiten für Untersuchungen und Behandlungen darf zunächst immer nur die invasive und wenigstens belastendste angeordnet werden und die, die am wenigsten entwicklungsfähige Zellen produziert. Medizinisch unterstützte Fortpflanzung soll weiterhin wie bisher nur bei der medizinischen Notwendigkeit oder der Gefahr der Übertragung einer schweren Krankheit erlaubt sein. Weiters. In diesem Gesetzesvorschlag finden Sie nicht, dass diese künstliche Befruchtung zu einer Lifestyle-Methode werden darf. Es bleiben Leihmutterschaft und Social Egg Freezing weiterhin verboten. Alleinstehende sollen weiterhin keine künstliche Befruchtung durchführen dürfen, denn Kinder haben nach unserer Meinung das Recht auf zwei Eltern. Entsprechend dem Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs soll Samenspende auch für lesbische Paare ermöglicht werden. Herr Dr. Franz, auch Sie haben das Gesetz genau gelesen. Ich kenne Sie gut genug. Eizellenspenden werden grundsätzlich erlaubt nach intensiver Beratung und nur mehr so viele Eizellen werden zur Befruchtung freigegeben, wie sie in einem Zyklus einer Schwangerschaft möglich sind, das heißt 1 bis 2. So wird neuerdings verhindert, dass befruchtete Eizellen ihre größte Sorge einfach übrig bleiben. Wir haben das Recht des Kindes auf Information über die genetische Elternschaft geregelt. Eine ausführliche ärztliche Beratung ist verpflichtend. Und ich komme nun zum Thema der BID. Ein Regelungsgegenstand, den wir grundsätzlich jetzt noch nicht, aber dessen Regelungsgegenstand wir uns angenommen haben. Ein sensibles und sehr schwieriges Thema. Für mich als Katholikin, als Mutter, meine schwierigste Thematik in diesem Gesetz. Und alle, die was anderes sagen, haben nicht genau gelesen. Die BID bleibt weiterhin verboten.
Sie wird aber im engsten Ausnahmebereich erlaubt. Meine Damen und Herren, das ist ein wesentlicher Unterschied. Das ist ein wesentlicher Unterschied, den wir hier festgemacht haben. Nicht die Erlaubnis, sondern das Verbot. Und ich darf Ihnen nur mit die zwei Möglichkeiten sagen, wann die BIT und unter welchen Voraussetzungen sie überhaupt zulässig ist. Das ist, wenn eine Frau schon mehr als 3 Versuche einer In-vitro-Fertilisation gehabt hat, die nicht gefruchtet haben und funktioniert haben. Oder sie hat schon 3 Fehl- oder Totgeburten im Vorfeld gehabt. Und dazu die Voraussetzung notwendig ist, dass vermutlich eine genetische Disposition des Kindes auf diese Ursache nach sich hat. Und das Zweite, wir haben festgelegt, dass in ganz engem Rahmen zur Vermeidung die BIT durchgeführt werden darf, um zu vermeiden, dass nach der Geburt eine Erbkrankheit auftritt, die grundsätzlich nicht behandelbar ist und so schwerwiegend ist, dass das Kind nur unter dem ständigen Einsatz intensivmedizinischer Technik überhaupt am Leben erhalten werden könnte oder dauernd unter starken Schmerzen leidet. Meine Damen und Herren, das steht im Gesetz. Lesen Sie es nach. Es gilt hier... Es gilt hier, Leid in jeder Hinsicht zu vermeiden. Für die Eltern und natürlich auch, wenn so absehbar ist, dass dieses Kind diesem Leid unterlege. Meine sehr geehrten Damen und Herren, bis zuletzt wurde mit größter Sorgfalt und im Bewusstsein der Verantwortung dieses Gesetz verhandelt. Gestern Mittag hatten wir unsere letzte Verhandlungsrunde. Wesentliche Abänderungen zur Regierungsvorlage haben wir in einem Abänderungsantrag zusammengefasst. Gemeinsam mit dem Regierungspartner, gemeinsam mit den Grünen. Wir haben den Zweck, warum eine BIT durchgeführt werden darf, den Zweck dieser Präimplantationsdiagnostik in den Gesetzestext hineingeschrieben. Vorne, nicht in den erläuternden Bemerkungen oder irgendwo, ins Gesetz. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Und wir haben... Und hier nochmal den Kollegen Franz ansprechen, das Thema Eizellenspende. Jedem, der im Ausschuss war und der sich ernsthaft beschäftigt hat, dem ist bewusst, wie problematisch auch gesundheitlich für eine Frau eine Eizellenspende sein kann. Und keiner wird sie leichtfertig vornehmen, so wie auch nicht andere Spende, eine Nierenspende oder Ähnliches. Aber meine Damen und Herren, wir haben etwas ganz Wesentliches erreicht. Wir haben uns gegen Vermittlung und gegen Kommerzialisierung so festgemacht, dass wir das mit hohen Strafen bedroht haben. Und ich möchte mich hier an dieser Stelle bei den Experten und Expertinnen des Ausschusses bedanken. Sie haben uns auf wesentliche Dinge hingewiesen, nämlich auch auf den Punkt, dass natürlich auch die Eizellenspenderin einem großen psychologischen Druck unterliegt. Und daher wird auch dort eine Beratung nunmehr mit unseren Anträgen entsprechend sichergestellt. Und die Transparenz bei diesem ganzen Themenbereich der In-vitro-Fertilisation und allen Themen, die wir heute diskutieren, ist keine Selbstverständlichkeit. Sie wissen, das berührt das Innerste eines Menschen. Nicht jeder will über sein Thema, dass er nicht auf natürlichem Weg ein Kind bekommen kann, erzählen. Aber diese Statistiken werden jetzt verlangt und diese Transparenz steht uns dann zur Verfügung, um zu evaluieren, wie gut unser Gesetz auch ist und wie sicher und souverän es diese Dinge unterstützt, die ich vorher genannt habe. Werte Kolleginnen und Kollegen, dieses beim sensiblen Thema der Fortpflanzungsmedizin ist es uns wichtig, eine Einigung zu finden, die von einer breiten Mehrheit getragen wird. Wir müssen hier ein Gesetz für alle Menschen in unserem Land schaffen, für die Erwachsenen, aber auch für die noch nicht Geborenen. Der Gesetzesvorschlag wurde, ich sage das jetzt, zumindest auf Seiten der ÖVP in einem monatelangen Meinungsbildungsprozess erstellt. Ich bekam sehr viele Mails und Briefe von engagierten Bürgerinnen und Bürgern. Zusätzlich haben wir zahlreiche Expertinnen und Experten nicht nur im Gesundheitsausschuss, sondern auch im Rahmen unseres Clubs eingeladen. Mediziner, Theologen, Genetiker, Kinderärzte, Psychologen. Wir haben uns bei diesem wichtigen Thema es uns sicherlich als ÖVP nicht leicht gemacht. Und in diesem Zusammenhang möchte ich mich ganz besonders bei meinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Club bedanken. Wir haben nicht nur lange und harte Diskussionen herausfordernder Natur gehabt zu vielen Themen des EFMED-Gesetzes. Wir sind auch im höchsten Ausmaß und mit hohem Respekt wechselseitig miteinander umgegangen und dafür sage ich euch ein herzliches Danke für eure Beiträge. Ich erlaube mir
am Schluss meiner Rede unseren Vizekanzler und Parteiobmann zu zitieren, der am Montag dieser Woche gesagt hat, wenn man nicht gestaltet, wird man gestaltet. Ich möchte nicht weiterhin zu dieser Thematik von Höchstgerichten gestaltet werden, die uns die Marschroute zu diesen Themen vorgeben. Wir haben die Sache PID und Eizellenspende in die Hand genommen, verantwortungsvoll politisch gestaltet, zum Besten für unsere Bürger. Ich werde heute mit voller Überzeugung für diesen Gesetzesvorschlag stimmen, als Frau, als Mutter und als Katholikin. Ich bin überzeugt, dass wir hier einen guten Weg gehen. Geschätzte Damen und Herren, ich ersuche Sie um Ihre Zustimmung. Ein klarer Appell von der Abgeordneten Steinacker, für dieses Gesetz zu stimmen. Sie hat sich auch als Katholikin bezeichnet. Das ist insofern sehr interessant, weil es ja große Kritik an diesem Fortpflanzungsmedizingesetz seitens der katholischen Kirche gegeben hat.